So, ich hoffe, ihr seid alle fit und weiter motiviert und euch und euren Lieben geht's allen gut. Mein Workout, glaube ich, hat euch gefallen. Meine gemeinsame Trainingsstunde, Workout, der hört sich auch irgendwie so semi-professionell an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Training mit mir. Mir hat es Spaß gemacht, ich habe mir das angeguckt und ich dachte immer, sind da welche im Raum, als ich mir das angeguckt habe. Ich habe dann nachher ganz vergessen, dass ich ganz alleine war. Ich habe also immer nur gedacht, dass ihr dann dabei wart. Deswegen ewig meine Motivationsbekundungen. Hat er das auch gemacht, weil ich mich selber so toll finde, habe ich es gut gesagt. Aber ich glaube nicht. Wohl? Doch, ja. Da ist übrigens ein Spiegel. Jetzt eine Sache. Nächste Workout oder nächste Challenge, eine Herausforderung. Wir brauchen ja irgendwas. Und ich will es nicht jedes Mal 45 Minuten vormachen und ihr müsst mich 45 Minuten sehen und finde mich eigentlich irgendwie kacke und denke, boah, nee, jetzt sind sie wieder 45 Minuten an, die Kniebeugen kann ich auch alleine. Jetzt machen wir mal eine Herausforderung. Und da haben wir uns gedacht, ne, wir, das Team Atlantis. Also das Ganze, was hier passiert, ist kein Training von mir, sondern es ist das Team Atlantis, das euch einfach nach vorne bringen will. Und sagen will, jawohl, we together strong und wir halten zusammen und ja, einiges hat sich geändert. Wir versuchen aber trotzdem nach vorne zu gucken. Und jetzt 100. Viele, die mit mir trainiert haben früher, wissen genau, die Zahl 100 immer was zu bedeuten gehabt. Und jetzt wieder 100 für alle. Für die 4-Jährigen und die 94-Jährigen. 100. Wir versuchen 100 Liegestütz. Ich werde die Liegestütz mal erklären, wie die geht. Die ganz großen Profis in euch sagen ja nicht mehr Liegestütz, die sagen ja Push-Ups. Sagen die auch. In meiner Generation waren Push-Ups was anderes. Aber heute ist ja der Push-Up die Liegestütz. Ich denke, in meiner Generation war das irgendwie besser. Googelt nach, was früher Push-Up war. Vielleicht ist es immer heute noch, weiß ich nicht. Oder fragt eure Eltern. Die das wissen, die müssen nicht fragen, die lächeln jetzt bestimmt in sich rein. Und zwar machen wir jetzt eine Liegestütze, da gibt es viele Varianten. Die Ellbogen nach hinten, nach außen und so weiter und so, da gibt es ganze Varianten. Ich mache mal eine einfache Variante vor. Jeder wird die nicht hinbekommen und zwar 100. Und ich werde mal gucken, ob ich hier Platz. Mal schauen, wenn die erste Variante, die ihr machen könnt, wenn ihr zu Hause seid und das nicht hinbekommt, wenn ihr 94 seid, das hinbekommt, obwohl, ich glaube, die kriegen das noch eher hin als die 24-Jährigen. Hände an die Wand und jetzt drückt ihr euch weg. Jawohl, ihr könnt die Hand an die Fensterbank nehmen und immer wieder tiefer runtergehen. Das Entscheidende hierbei ist, wenn ihr ausatmet, geht ihr nach hinten. Ihr geht nicht über 90 Grad mit dem Ellenbogengelenk, aber auch nicht weniger. Also ihr müsst schon bei 90 Grad bleiben. Wir wollen nicht kein Kopfwippen haben. Der Kopf bleibt übrigens gerade. Da versucht ihr über den Tag verteilt 100. Jetzt gibt die Variante 2, für die schon ein bisschen besser sind. Ihr geht auf den Boden, kniet euch hin. Ich mache das zu einer Seite vor. Sehe ich seitlich gut aus oder habe ich einen Bauch? Kann sein. Ne? Mein Sohn hat das gesagt. Meine Frau übrigens auch. Ich versuche natürlich aber auch in dieser Zeit noch fitter zu werden. So, passt auf. Jetzt kniet ihn auf den Boden. Ich habe gerade festgestellt, hätte ich ein Handtuch drunter legen sollen. Also legt bitte zu Hause ein Handtuch drunter. Ihr geht nach vorne. Füße gehen hinten übereinander. Das Becken geht Richtung Boden. Hände stehen etwas mehr als schulterweit auseinander. Finger zeigen nach vorne. Der Kopf bleibt gerade. Wir gehen nicht mit dem Kinn zur Brust. Wir bleiben gerade. Wir gehen nach unten. Atmen aus und kommen hoch. In dieser Geschwindigkeit. Ausatmen, einatmen. Schaut dann einmal nach links, wie tief denn eigentlich euer Ellbogen gebeugt wird. Das ist dann die Liegestütz. Ich nenne sie mal in der Variante B. Ich sage oftmals im Kurs Damenliegestütz, aber schaffen die meisten Herren auch nicht 100 Stück. Wir machen ja nicht 100 am Tag, sondern nicht 100 am Stück, sondern 100 am Tag. Also ist eine gute Variante, das zu machen. Ich finde die sogar manchmal schwerer, diese Variante, weil ich dann wirklich nur aus dem Oberkörper komme. Jetzt machen wir die ganz klassische. Ihr geht bitte runter, Füße stehen schulterbreit. Jetzt ist hierbei wichtig, damit wir keine Verletzung haben, dass ihr nicht durchhängt. Bleibt gerade, spannt den Bauch an, spannt den Po an, spannt den Brustkorb an. Jetzt geht ihr runter und atmet aus. Atmet ein und der Rücken ist gespannt. Und ich hoffe, dass es auf dem Video jetzt gut aussieht, dass ich das auch richtig mache. Ihr atmet ein. Ich bin noch, da bin ich mit beschäftigt, jetzt den Bauch einzuziehen. Jawohl. Und hopp. Und einmal noch. Und jawohl.
und davon 100 am Tag. Das ist die Challenge für Samstag.